Ja, Mahlzeit. So, dann wollen wir uns doch mal angucken, wie Deutschlands erfolgreichste Wettkönige und Spendenbetrüger leben. Hauen wir mal rein. Seid gegrüßt, meine lieben Sportsfreunde, auf Maverick TV. Und zwar, wir schauen uns jetzt meine neue Wohnung an. Denn ich bin umgezogen wegen den Hatern, Freunde. Erstmal ist das wegen der Hater. Und dann, das glaube ich mal null. Also ganz im Ernst. Der ist doch nicht aufgrund von Hatern umgezogen, sondern wahrscheinlich, weil seine Frau ihn rausgeschmissen hat. Ja, davon würde ich mal ganz stark ausgehen. Oder irgendwas anderes, aber da mit der Frau liegt schon ganz nah. Naja, mal weiter gucken. Umzug wegen den Hatern, das war nicht mehr zumutbar, was die sich alles erlaubt haben. Da dachte ich mir so, komm. Der ist wahrscheinlich geflohen, also wenn die Frau das nicht zu verantworten hat, oder dann eigentlich er, dann denke ich mal eher, dass die Leute, denen er großartige Wetttipps vielleicht gegeben haben, oder Leute, die ihm vielleicht Geld gegeben haben für seine Spendenaktion, irgendwie ihn da aus Neukölln, ne, rausgeekelt haben, ne, oder gesagt haben, ne, Junge, pack mal deinen Koffer und mach den Sittich. Habe ich gesagt, schau gar keinen Sittich. Ziehst einfach um. Ja, der Onkel hat ja viele Möglichkeiten. Ne? Und jetzt machen wir mal kurzerhand mal eine Rundtour. So kommt man hier rein in die Wohnung, Freunde. Ne? Ich dachte mir so auf die Schnelle erstmal eine Wohnung regeln. Einfach schnell hier kleines Maverick-Büro organisieren. Maverick Büro. Oh Mann, ist er nicht süß, unser Fipsi. Einfach bisschen alles hier regeln. Ne? So kommt man ins Bad, Freunde. Ja, eine Badewanne, ne? Auf die Schnelle. Ne? Und dann in ein paar Monaten werde ich eine größere Wohnung schnell suchen. Ne? Die Umstände sind eigentlich gegeben. Ne? Ist okay. Kann der Onkel hier ein königliches Bad nehmen? Ne? Hier ist es eigentlich auch. Schön, Wasserpistole hat er auch. Na, wahrscheinlich wohl, dann muss er dann doch irgendwie nochmal irgendwie eine Bank überfallen oder so. Klein, aber gemütlich, sage ich mal. Ne? Dann kommen wir mal ins Hauptwohnzimmer. Das Wohnzimmer ist ein bisschen mit der Küche. Ne? Also, wie ihr sehen könnt, ich habe nicht mal eine Lampe hier. Ne? Sieht man das richtig? Ne? Ja. Also, da ist eine Birne, ne? Erstmal. Also, hier ist so ein bisschen. Okay, also Colaflasche habe ich da, ne? Eine leere Tüte mit, oder ich weiß nicht, ob die, ne, ob die leer ist. Da habe ich kleine Lampe und dann sitze ich da und mache meine Crack-Geschäfte. Und vielleicht, ich wette auch, und hole mir dann die Kohle und stecke die in die Ratatatata-Geldmaschine. Oder ich zähle die 2, 3 Euro einfach so, die ich für Pfand kriege. So chillen, ne? Ich will hier Fernseher anbringen. So. Dann kommt man hier so um die Ecke, ne? Und das ist verbunden so mit Küche, ne? Wie ihr sehen könnt, ich habe gerade so hier Mikrowelle schnell und schnell mal eben Mikrowelle und Schrank organisiert, ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Da kann man sich schon mal eine Hot Pocket reinschmeißen oder einen Mikrowellenburger. Irgendwie so ein Kühlschrank hier auf die Schnelle besorgt. Ne? Wird natürlich alles schöner und besser. Ich werde noch mal eine Rundtour Ah. machen in So langsam wird seine Wohnsituation dem Oger sehr ähnlich. Oder die des Ogers. einer Woche, wenn hier die neuen Möbel und so alles ankommt. Ne? Also geht klar. Und dann, ich zeige euch mal hier aus dem Fenster. Also Spezi wird auch hier getrunken, Freunde, ne, wie ihr sehen könnt. Salute. Ja. Gott, dieser bekloppte Zopf da hinten drauf, ey. Naja, ich bin ja auch nicht gerade, ich benehme mich ja auch nicht meines Alters entsprechend. Also von daher sehe ich mal darüber weg. Und so ist der.
Casalanca e Papirosi. Ist er abgehauen? Hat er Deutschland verlassen? Blick aus dem Fenster, Freunde. Richtig schönes Oldschool. Oldschool kann man das auch nennen. Ich würde eher sagen Scheißgegend, aber nein, Quatsch. Ich komme aus dem Pott, da kann ich den Mund nicht ganz so aufreißen. Oldschool-Gebäude gegenüber. Ne? Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir noch mal ins Schlafzimmer. Ne? Da geht man hier so rein. Pack. Oh. Ein paar Stühle habe ich auch. Auf die Schnelle besorgt. Wow. Ich bin ja ein schneller Typ. Und hier sind wir. Ist zwar nur eine Matratze. Ach mein Gott. Hat er jetzt da irgendwelche Mädels stundenweise arbeiten oder wie? Hier, ne? Gardine liegt noch auf der Matratze drauf. Aber kommt natürlich ein nices Bett hier hin. Klar. Ne? Ja, mehr geht auch nicht. Ist jetzt momentan halt bloß alles auf die Schnelle. Ja, 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 ja. Schön weiß gestrichen. Auch hier haben wir ein Fenster. Jetzt kann ich euch mal kurz. Ja. Achso, das B fährt. Ja, gut. Casablanca. Mhm. Das weiße Haus. Okay. Straßenschilder kenne ich nicht. Der ist bestimmt in Polen. Hier ein bisschen so. Street zeigen und ja, Freunde, ich würde mal sagen, das war meine Roomtour. Ne? Einfach die Hater haben sich zu viel erlaubt und ja, ist auf eine Art auch lustig gewesen, aber ja. Ach, er hätte so gerne Hater. Vielleicht sollte er wirklich mal welche kriegen, aber naja, das kann auch in Polen nicht lange dauern, wenn er da so weitermacht. Der King, ne? The King lässt natürlich nicht alles mit sich machen und er hat natürlich Möglichkeiten, die andere nicht so schnell haben oder gar nicht haben. Ne? Und deswegen jetzt Maverick. Was hat denn der für Möglichkeiten? Der weiß vielleicht, wie man Polo aufbricht und damit schnell nach Polen fährt, aber das war's auch. Nichts gegen Polen übrigens. Ne? Opa kam auch damals aus Polen. ja, aber trotzdem. TV-Büro wird natürlich auf die Schnelle aufgebaut und dann geht es auch schon an die Arbeit, denn viele Videoprojekte stehen auf der Tagesordnung. Oh, cool. Sehen wir dann wieder irgendein Video, wo er für 100 Euro einkauft? Was hat er gesagt? Unterhosen, also die Windeln und so. Obwohl die... Warte mal. So, braucht er, glaube ich, nicht. Ne? Denn ich denke mal, Frau und Kind sind nicht mitgekommen. Und ich sag mal so, meine lieben Sportsfreunde, es kommt, ich hoffe heute, ne? Ich hoffe heute, dass ich hier nochmal eine schöne Stelle einrichten kann oder ich gehe draußen schön drehen. Ein Video, wo ich mich zu äußern muss. Und zwar Gerüchte und Lügen, die über mich verbreitet wurden. Wer macht denn sowas? Nee, hör auf. Ich habe mich lange, lange einfach aus dem Verkehr gezogen, weil ich kann viel ertragen, aber gewisse Dinge, zu gewissen Dingen möchte ich mich am Ende des Tages doch äußern. Und es kommt ein Lügen- und Gerüchte-Video über mich. Aha. Ne? Was für Lügen und Propaganda über mich verbreitet wurde. Propaganda? Uiuiuiui, wen haben wir denn jetzt da? Dazu werde ich mich äußern. Und es kommt ein Video noch mit einem richtigen Klartext und neue Pläne werden da mitgesprochen. Also ein richtiges Statement über sehr wichtige Dinge, wie es hier weitergeht.
wie er seinen Toaster bedient und so weiter und so weiter. Außerdem wird Barcelona verlieren gegen FC Wetterballon. Und wer damit wetten will, bitte mir die Kohle schicken. Ich mache das für euch, kein Problem. Ne? Und über sehr viele Dinge, die hier in den Kommentaren zu Propagandamacherei gegen mich verbreitet wurden. Ne? Er glaubt echt, er sei ziemlich wichtig. Ne? Ist ja auch irgendwie niedlich. Wo ist denn die Gang, die aus, ist das nicht Neukölln? Ja, die Gang, wo sind die? Die Leute von der Street, okay, ja, wo sind die? Roundhouse-Kick mal eben alle weg. Von Lutschern, von einfachen Lutschern, ne? Denn da sind alles Lutscher. Oh. Und aber darauf näher zu sprechen, komme ich in dem Statement-Video. Ich hoffe heute, falls nicht, nimmt es mir nicht übel, weil ich bin natürlich jetzt auch hier noch mit anderen Dingen beschäftigt. Ne? Und was denn? Von den Mädels, die da stündlich arbeiten, die Pässe verstecken oder was? werde dann auch nochmal Champions League und Europa League und Conference League für nächste Woche vorbereiten. Dann wollte ich noch, ich habe so viele Videoprojekte, das ist wirklich, ne? Also viel zu tun, deswegen sollte das Lügen- und Gerüchte-Video über mich nicht heute kommen. Kommt es die Tage safe. Ich freue mich schon drauf, aber voll. In diesem Sinne, Freunde. Das war die Roomtour. Ne? Der Onkel, andere reden viel, sind anders. Ne? Der Onkel handelt aber. Ne? Der Onkel handelt und. Er ist jetzt schon bekannt als der Onkel mit der Wasserpistole und der Mikrowelle bei sich im Bezirk. Ne? Und hat schon allen versprochen: so, pass auf, ihr kommt zu mir, da macht die Geldmaschine ratatatata und dann geht alles von vorne. Ja, geht alles ganz einfach. Und ist einfach schnell da und ideenreich, ne? Nicht nur in den Videos, sondern auch im Real Life. Ne? Grüße gehen raus an meine Maverick Army Anhänger. Ne? Ihr seid die krassesten und die besten. Ne? Danke für alle, die mich weiterhin unterstützen. Und ich würde mal sagen, Freunde, ne? Auf die nächsten Videos und Dankeschön für euren Support. Peace out und ratatatata macht die Gelsi-Maschine. Yeah! Ja, die macht ratatatata von einer Bruchbude in die nächste. Allerdings dann von Deutschland nach Polen. Naja, ich kenne viele coole Sachen in Polen. Behemoth ist aus Polen. Adam Darski, der Sänger und Macher von Behemoth. Ne? Viele Grüße an dieser Stelle. Und see you next time in Cincinnati. Iron Maiden. Gut, ratatatata. Dann würde ich sagen, warten wir mal gemeinsam auf das tolle neue Video, was da kommt, über Lügenpropaganda, was ihn betrifft, den Maverick und sein Büro und die Street Gang und so weiter. Fand ich interessant. Und dass die Hater ihn dahin getrieben haben. Komm. Ach Gottchen. Gut. Ausknopf drücken und fertig aus. Ne? Bis morgen und viel Spaß mit Fipsi.